Hallo, mein Name ist Sarah Schmidt. Ich mache meine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Steigenberger Hotel Dreimoen in Augsburg. Bin jetzt im dritten Lehrjahr. Bin in 2 Monaten habe ich meine Abschlussprüfung und dann bin ich fertig. Worauf kommt es in deinem Job denn besonders an? Welche Fähigkeiten sollte man mitbringen? Man sollte Freude haben im Kontakt mit Gästen und mit Menschen. Man sollte auch flexibel sein, weil jeden Tag neue Aufgaben auf einen zukommen. Und ja, man sollte sich immer gerne auf Neues einstellen. Und was macht dir dabei am meisten Spaß? Ja, eigentlich wie gesagt, der Kontakt mit Gästen. Man weiß nie in der Früh, was einen erwartet am Tag. Und ja, man kann sich zwar nicht wirklich darauf vorbereiten, aber das ist so ein bisschen das Spannende dran. Und wie lief deine Bewerbung für den Ausbildungsplatz ab? Hast du irgendwelche Tipps für Leute, die die Ausbildung auch machen wollen? Ich habe mich schriftlich beworben, wurde dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Danach wurde ich auch eingeladen zum Probearbeiten bei den verschiedenen Abteilungen. Und ja, dann hieß es warten auf die Antwort, aber zum Glück habe ich dann die Zusage bekommen. Als Tipp, ja, einfach, ich würde mal so sagen, so sein, wie man ist im Bewerbungsgespräch und sich nicht verstellen, weil irgendwann kommt dann auch die Wahrheit ans Licht. Und welche Möglichkeiten hast du nach der Ausbildung? Gibt es da Programme, um weiterzumachen und noch mehr zu lernen oder Aufstiegsmöglichkeiten? Aufstiegsmöglichkeiten sind natürlich immer da, wenn man sich anstrengt. Was auch ganz gut ist, was auch bei uns angeboten wird, das ist die Trainee-Stelle. Man wird nicht ganz bezahlt wie eine Vollzeitkraft, aber man ist so die rechte Hand und es ist so ein bisschen Learning by Doing. Also man ist mitten im Geschehen und kriegt eigentlich alles mit. Und hast du schon eine Idee, wie es für dich persönlich weitergeht dann in 2 Monaten? Ja, ich würde schon gern hier bleiben, am liebsten an der Rezeption, aber es steht noch alles offen.